of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Nämlich Berge. Ja. Und da sind die ganzen Autos. Ja. Da muss ich jetzt 8 schwarze Balken drüber machen. Ja. Durch das, nee, da geht es hunderte Meter runter, ist das geil. Bis runter ins Tal. Ich weiß nicht, wie hoch wir hier sind, aber Wahnsinn. Wahnsinn. Ah ja, und das Beste des Tages haben wir ja noch gar nicht erzählt, ne? Uns ist ja vorhin... Witzig ist gar nicht. Uns ist ja vorhin ein Motorradfahrer hinten drauf gerauscht. Ja. Weil sein Kollege überholt hat, während Gegenverkehr kam. Deshalb musste der Kollege vor mir Vollbremsung machen. Weshalb ich dann, da ich ja korrekt Abstand gehalten habe, auch eine Vollbremsung ohne Probleme machen konnte. Und der Motorradfahrer hinter uns, ja. Der hat leider nicht so viel Abstand gehalten. Ja. Der ist dann voll gegen das Auto geknallt. Der wird wahrscheinlich seinen Urlaub heute beenden. Ja. Also nicht aus gesundheitlichen Gründen, sondern weil er einfach mit dem Motorrad nicht mehr weiterfahren kann. Ja, das Motorrad war vorne relativ Matsche. Ja. Und bei uns ist hinten die Heckklappe zerbeult, die Stoßstange ist zerbeult, ja. Und am meisten hat sich aufgeregt der Motorradfahrer, der dem Auto vor uns die Vorfahrt geschnitten hat und fast in das entgegenkommende Motorrad gerauscht wäre. Ja. Der hat da sich aufgeführt wie ein Rumpelstilz. So, und da unten ist der Lac du Chambon.
Und, war es einfach? Wenn jemand auf mich gehört hat, hör auf, mach's aus. So, wir fahren gerade den Col de Var runter. Waren heute schon so ein bisschen um die kretische Rhin unterwegs. Ja, und du hast deine Drohne gegen den Baum gesetzt. Ja, die Drohne ist heute gegen den Baum geflogen. Ich weiß gar nicht, warum die das gemacht hat. Aber bis auf einen kaputten Propeller ist scheinbar nichts passiert. Zumindest hat sie hinterher wieder funktioniert. Ja, schön robust. Wir sind jetzt eine Woche unterwegs, ne? Ja. Heute ist Mittwoch, eine Woche unterwegs, was auch gleichzeitig heißt Bergfest. Wir sind noch eine Woche unterwegs. Nächste Woche Mittwoch sind wir wieder zu Hause. Der Einstein, der hat immer Murmeltierspaß. Und okay? Buddelspaß. Und Buddelspaß. Der hat ja gestern ein Loch unter den einen Jeep Wrangler gebuddelt, da wäre er kaum noch weggekommen, fast nicht mehr. Und ja, wir fahren jetzt Richtung Italien. Ich weiß gar nicht genau, wo Italien dann anfängt, aber weit dürfte es nicht mehr sein. Ich bin da momentan etwas orientierungslos. Dafür haben wir ja unseren Guide. Dafür wird er ja immer mit gut zureden und dem ein oder anderen Gläschen Schnaps bezahlt. Okay?